Fairplay stand bei dem Respekt-Hallenturnier auf dem Tagesplan. Gemeinsam mit der IG Metall und der Stadt Rottgau trugen insgesamt 10 Mannschaften ein Fußballturnier unter dem Motto Respekt aus. Das bis nun ein zweites Hallenturnier dieser Art wurde dem durch einen Schlaganfall erkrankten ehemaligen Eintracht-Spieler Dietmar Roth gewidmet und hierzu Spenden gesammelt. Viele seiner früheren Frankfurter Fußballkollegen, Freunde und Respektbotschafter kamen vorbei, kickten mit und verhalfen dazu, das Turnier zu etwas ganz Besonderem zu machen. Das ist, glaube ich, das A und O. Es geht um Respekt. Das steht überall heute groß auf dem Trikot und sollte auch, sieht man auch auf dem Ball. Das ist das Wichtigste heute. Ja, das ist ja jetzt schon das zweite Turnier. Ich bin wieder überrascht, dass so viele Mannschaften teilnehmen. Es hat ja auch einen zweiten Grund diesmal, nämlich für den erkrankten Dietmar Roth. Hier spielen die All-Stars gegen das Respekt-Team. Ich finde das eine riesentolle Aktion und ich hoffe, dass Dietmar Roth auch bald wieder auf die Füße kommt und gesund wird. Wunderbare Verknüpfung für einen Menschen, etwas zu tun, den das Schicksal schwer getroffen hat. Und es ist beeindruckend, wie die Freunde hier für ihn stehen, welchen Einsatz sie zeigen und mit welch großem Enthusiasmus sie für ihn einstehen. Und es ist toll, solche Freunde zu haben. Und Freunde fanden an diesem Tag zusammen. Spieler der OFC Waldis, die Stadt Rottgau, Schunk Group, IG Metall-Mitarbeiter, der AFC Universe und ehemalige Eintracht-Spieler zeigten Engagement und hatten Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja mit den meisten auch in der Jugend zusammengespielt. Deswegen freue ich mich drauf, wieder mit denen am Ball zu sein. Die OFC Waldis erkämpften sich den ersten Platz und zeigten sich großzügig, als sie den besonders weit angereisten Gästen der Arbeiterkammer Wien den Pokal überließen. Ein deutliches Zeichen für Respekt und Gemeinschaft. Fußball ist ein sehr hartes Geschäft, brutales Geschäft manchmal. Aber wenn jemand krank ist oder wenn jemand in Not ist, dann ist es doch eine Gemeinschaft, die da zusammenhält und die auch den Menschen und den Freunden, vor allem den Kollegen, dann auch hilft. Hallo Dietmar, ich wünsche dir alles Gute und gute Besserung. Gib nicht auf und es gibt immer positiv bleiben. Es gibt immer eine Zukunft und wir sehen uns mit Sicherheit bald. Ja, lieber Dietmar, wir kennen uns ja von unserer Offenbacher Zeit, hatten da auch gute Zeiten gehabt damals und ich wünsche dir natürlich alles Gute, dass du wieder fit wirst. Lieber Dietmar, wir wünschen dir alles Gute und hoffen, dass du bald wieder gesund bist. Heute ist ein Tag, wo wir sehr intensiv an dich denken, verbunden mit einem schönen Fußballturnier und ja, mach's gut und werd gesund. Ich wünsche dem Dietmar Roth alles Gute. Ich wünsche ihm viel Kraft, dass er diesen schweren Schicksalsschlag übersteht und hoffentlich bald wieder so halbwegs fit ist. Dietmar, an dieser Stelle gute Besserung, wirklich von den Assis mit Herz, auch von Bene und mir. Wünschen wir dir alles Gute, hoffe, dass du ganz schnell wieder gesund wirst. Dietmar, ich, meine Frau, meine Familie und alle meine Freunde wünschen dir alles Gute und hoffen, dass du bald wieder auf die Beine kommst. Lieber Dietmar Roth, Fußballer sind es gewohnt, wieder aufzustehen. Auch du willst wieder aufstehen und ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen. Du wirst es schaffen, besonders weil du so viele tolle Freunde hast. Alles Gute. Dietmar, alles Gute für dich natürlich. Wir sind ja mit unserem Anschluss Fußballmagazin auch im Rhein-Main sehr intensiv unterwegs. Und ja, wünschen dir vom Anschlussteam alles Gute, dass du bald wieder gesund wirst und ja, auf die Beine kommst. Alles Gute. Gemeinsam mit der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe wurde bei der gemeinsamen Pressekonferenz das Thema mit dessen Früherkennung und Symptomen thematisiert. Respektbotschafter und Moderator Patrick DeWayne führte durch den gesamten Tag. Ein vielseitiger und bunter Tag, bei dem auch die Botschafter und Frankfurter Rapper Assis mit Herz nicht nur tatkräftig mitkickten, sondern auch musikalisch zeigten, was sie drauf haben. Die Cheerleader des AFC Universe, Fußball-Freestyler und Respektbotschafter Patrick Beurer heizten das Publikum ein und ein spannendes Derby der U10-Jugend der Offenbacher Kickers gegen TSG 51 Frankfurt rundeten den Tag ab.